Hallo und willkommen bei den How-To Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr in euer Xiaomi Redmi Note 13 Pro eine SIM-Karte einlegen könnt. Dass momentan keine eingelegt ist, sehen wir einerseits hier oben an der fehlenden Empfangstreppe und andererseits, wenn wir in die Einstellungen gehen und dann auf SIM-Karten und mobile Netzwerke, sehen wir hier keine SIM-Karte. Der SIM-Kartenhalter befindet sich hier auf der Unterseite des Geräts und da können wir dann entweder mit einer SIM-Kartennadel oder wie in unserem Fall hier mit einer aufgeklappten Büroklammer vorsichtig reinstechen, bis der Halter halt so ein Stück hervorkommt. Guck mal, mit der SIM-Nadel geht es aber ein bisschen besser bei diesem Gerät auf jeden Fall. So, dann zieht ihr den Halter so hervor und dann können wir hier auch schon unsere Nano-SIM-Karte einlegen. Das machen wir mit abgeknickter Ecke auf abgeknickte Ecke, machen das so ein bisschen fest und können die dann auch schon wieder zurückschieben und achten dann hier darauf, dass wieder Loch auf Loch ist. Dass das funktioniert hat, sehen wir jetzt daran, dass wir unsere SIM-PIN eingeben müssen. Und jetzt sehen wir auch gleich hier oben rechts ist die Empfangstreppe aufgetaucht. Und wenn wir hier auf Einstellungen gehen, auf SIM-Karte, sehen wir hier bei 1 direkt unsere SIM-Karte. Ich hoffe, dieses Video zum Einlegen einer SIM-Karte in euer Xiaomi Redmi Note 13 Pro hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!